So, da sind wir auch schon wieder. Für uns 5 Minuten später, für euch, keine Ahnung, ist mir auch egal. Später. Später. Irgendwann anders. Irgendwann anders, genau. Weiter geht's im Text. Mit Abwrack-Spielplatz. Ja, und dann geht's auch schon direkt los. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Da waren wir da ganz da hinten bei dem, was da hochgeht, waren wir schon. Wir waren auf dem Turm hier vorne noch nicht in der Aufnahme. Stimmt, genau. Nalu? War denn Nalu auch noch nicht? Waren wir aber privat schon oben drauf. Genau. Dass das jetzt 0 Damage gemacht hat, verwirrt mich irgendwasermaßen. Ich hab ein Damage bekommen. Was ist das denn für eine Presse? Die ist ein bisschen anders als die anderen, glaube ich, oder? Hm. Achso, ja, da bin ich vorhin. Ja. Ja, die ist halt auch langweilig wie der Rest, okay. Ja. Upsi, Entschuldigung. Einigen. Das hier, achso, ja, davon, okay. 110! Hey, hallo, fährst du nicht? Das war genau auf 110. Ich guck mir gerade irgendwo dran. Achso, ich dachte, so, ja gut, ich dachte, wir fahren. Ich hab gerade irgendwas gesehen, was mich sehr interessiert hat. Ja, fahren wir halt ein. Ja gut, ich fahre dann hier schon zurück. Ich hab auch gerade erst geschafft. Ne, jetzt gucken wir uns das andere an. Na, ist da vorne. Okay, wie schnell muss man da? Nee, ist schon wieder so ein Ding hier. Achso, da ist er wieder. 90 muss man sein. Achso, da sind wieder mehrere Sprünge. 95 km/h. Achso, das wieder. So was wieder. Aua, 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 au, au. Nein! Aua. Aloy! Ehrlich jetzt? Ich hab mich jetzt auch gar nicht durchgeschafft, ohne von dem Ding erwischt zu werden. Ich hab mich so ganz am Ende noch mal ganz kurz angestupst. Nee, ich mich einfach nur, ich bin einfach nur runtergefahren. Was muss man hier machen? Oh lol, Basketball, boah, mit uns selber, oder? Schaut doch hoch. Ja, das Basketball hatte ich vorhin auch schon gesehen, haben wir gedacht, das müssen wir unbedingt noch machen. Oh lol, da sind auch noch. Okay, da sind dann auch noch. Ja. Aua, 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 aua. Ich bin hinten durchgefallen. Echt jetzt? Ich bin hinten durchgefallen und einfach auf so einem Brett liegen geblieben, weißt du? Ich bin bei einem auch durch. In einen der Körbe bin ich rein. Ich bin gar kein rein, ich bin einfach komplett. Jetzt? Also, es ist halt nichts passiert. Ach, da ist es. Ja. Ja, ich bin anders drüber. Ich glaube, ich bin im Korb Nummer 6 bin ich gelandet. 5-6 Punkte! Ich bin hier drin irgendwie festgebackt. Ich hab's gerade noch geschafft. Nein! Jetzt wollte ich raus. Ja moin. Scheiße. Demoliert. Hallo, hallo. Moin. Ich hätte fast 11 Punkte gekriegt. Hier? Und komm. Dann die 4. Ja, ich bin in der 4. 4 Points. Und das passiert nichts. Nein, an der 7 vorbei. Jetzt. Aber in der 5 ich gelandet. Ich bin demoliert, mal endlich. Das ist die 5? Ich glaube, das ist die 5. 11 Punkte. Ist aber tatsächlich auch langweiliger, als ich dachte. Ja, das sind irgendwie so diese... Ich finde diese Schredderteile irgendwie generell nicht so spannend, weil das halt... Die Physics Engine, die kriegt das halt nicht richtig hin. Ja. Das ist ein bisschen schade. Gut, der nächste Irre. Hi. Clear. Ja, ne? Jetzt können wir nochmal gucken, was wir hier noch haben, tatsächlich. Warte mal. Oh, shit. Ich glaube, wir haben tatsächlich... Ja, im Endeffekt. Ich glaube, wir haben tatsächlich das meiste, oder auf jeden Fall mal... Der eine Turm fehlt jetzt noch. Der eine Turm und dann... Im Grunde haben wir es dann, glaube ich, ne? Noch eine Kanone. Ja, dann auf zum Turm, wo? Und dann haben wir's. Die Häuser sind wahrscheinlich wieder out of zone.
Ach guck mal, der ist so, die so, Zone ist sogar eingekreist. Ja. Moin. Das hatte ich in der Folge vorhin schon mal gesagt. Achso. Achso, hier links die Strecke hatten wir auch noch nicht. Was hatten wir noch nicht? Ja. Hier links die Strecke. Oder hattet ihr die schon? Links die Strecke? Ja doch, die bin ich schon einmal gefahren. Achso, ja, dann fahre ich die nochmal gerade. Mach. Ich komme mit. Oh shit. Du schadet ja nicht. Oh Scheiße. Okay. So. Kann man tatsächlich auch sehr schnell runterfallen. Ich merk's. Wie ich schon bereits sagte, man kann jetzt sehr schnell runterfallen. Ja, stimmt, der Hammer ist ja auch noch da. Aber gut, der Hammer ist im Grunde nichts anderes als die Spinne. Ja. Demnach. Wie gesagt, es wiederholt sich ein bisschen so, was man hier machen kann, ja. Aber Spaß machen tut es trotzdem. Ne? Also. Es ist halt nur die Frage, wie man das wirklich richtig als Multiplayer, wie man das dann spielen will, so, ne? Ja, ich hab die Strecke theoretisch komplett gekauft. Shit. Ich hab sie sogar rein praktisch komplett geschafft. Ja, ich vorhin auch mal. Also. Ja, ich bin so auf den letzten 3 cm runtergerufen. Aua. Ja, den einen Turm noch, oder was? Ja, würde ich sagen, ne? Wo ist er denn? Da vorne ist er, ne? Das war ein weißer Move. Ja, nein, die Dinger wieder. Oh, ach, die Dinger wieder. Süß. Ja. Au. Ich hab's echt noch geschafft, mich zu demolieren, ey. Jo, alles klar. Alter, wie viel liegen da bitte schön in der Warner? Ich. Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Alter. Ich muss nochmal Anlauf nehmen. Hey, machst du das echt ernsthaft? Oh jo, gerade doch gesehen. Das war Naldo. Achso, Naldo ist er. Hui. Lol, hat der Naldo das drüber geschafft? Ja. Wie das? Also, mehr oder minder. Scheiße, ich hab mich überschlagen. Achso, welchen Tor wollen wir jetzt noch machen? Ja, hier bei mir den. Ah. Muss man tatsächlich. Oh, durch. Tatsächlich mit Gefühl fahren. Die so, jetzt, aber ich hab's ja nicht drüber geschafft. Platz hier kommt der Landbock. Boah, elegant. Ach, der Marus ist schon da drüben. Ja. Ich sag ja hier. Der Turm. Nee, ich schaff das auch noch. Im ersten Anlauf. Echt? Wollt mich doch zerstören. Wow. Und das gibt jetzt keinen Schaden, oder was? Jetzt wollte ich zu euch rüber gucken, wenn ihr gleich da oben seid, aber ich kann nicht, doch, weil ich da meine Tür sehe. Gut, springen wir halt hier gegen. Ich fahr halt schon mal ein bisschen weiter. Kann ich hier zu gucken, oder? Nee, kann ich nicht. Wie macht ihr den ja unten? Aha. Geht doch. Ich hoffe, dass ich einfach nur respawn. Achso. Ein Heiler. Ja, so eine Rundumsicht fehlt mir hier. So, weißt du, so eine freie Kamerasicht. Mit der Maus oder so, das wäre schön. Ja gut, ich habe mir halt die Rundumsicht auf den Numblock gelegt, ne? Ja, gut, dann hast du halt links, rechts, vorne, hinten, aber so, weißt du? Oh, toll. Hätte man wissen müssen, was auf dem Schräg ist, ja. Hm? Achso, das hätte ich dir sagen können. Achso, davor. Da ist der Siegel. Oh. Nein!
Tschüss. Ja, Freunde, ne? Also, ist schön hier oben. Das ist echt mies gelaufen jetzt gerade, die Nummer. Das ist richtig mies gelaufen. Ich sag auch noch so, oh, oh. Renalo? Mhm. Die nächste Plattform ist übrigens schräg. Ah, das ist super zu wissen, danke. Das ist, ich bin immer sehr froh, wenn man mir solche Informationen relativ vorab gibt, damit ich das dann auch direkt weiß. Ja, bitte, bitte. Kein Ding. Um jetzt gerade daran zu hängen und einfach nichts tun zu können. Komm, Lalo, komm. Oh. Jawohl. Ich wusste gar nicht, dass du deine Fahrzeugform geändert hast. Ist jetzt ein Coupé geworden. In Banane. Cool. Digga, warum? Er ist halt so eine Ratte, weißt du? Für jeden, der sich fragt, warum wir Naldo immer so verurteilen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt warum. Ehrlich gesagt nicht, aber. Ja, dass du das nicht nachvollziehen kannst, ist klar. Weißt du, da wartet man auf die beiden, weißt du, und so wird's einem gedankt. Ja, macht dir nichts aus, der Naldo kommt hinterher. Ja, nur ich mich darüber weniger ärgere. Vor allem direkt unten auf der Strecke gelandet bin. Oh, das ist schade. Was ein Arschloch, ey. Ach, ey, komm, es war schon schön. Vor allem, weißt du, ich mach noch Handbremse und denk mir so, nein, mach da nicht. Mach da doch. Ich meine, Eigenverschulden ist ja schon so ein bisschen, oder? Ich meine, mittlerweile müsstet ihr mich kennen. Ja, deswegen spielen wir auch kein TTT mehr mit dir. Das finde ich jetzt auch. Aber gerecht. Hart, aber ehrlich. Ja. Nee, das ziehe ich nicht so. Ehrlich hart. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir momentan einfach keine Spieler dafür finden. Ja gut, wir könnten ja eine Person fragen. Okay. Na gut, das letzte Mal fragen ist schon, glaube ich, ziemlich lange her, ne? Zum Neuer, ja, kommst du jetzt mal? Hm, wo ist er? Nee. Hm? Auf was wartet ihr? Hä? Warst du schon drin? Was denn? Hey, ich bin gerade schon oben. Ja, wir sind schon wieder unten. Hm. Ich bin gerade hart irritiert. Solange es irritiert ist. Yay, ich hab's auch mal geschafft. I. Yeah. Nein! So, hier war noch. Ich muss noch mal durch die Häuserreihe fahren. Da vorne, da war sie. Das hat so schön Wumm gemacht. Hat so schön, weil der Wumm gemacht hat. Ach, durch diese Häuserreihe, okay. Ja, da ist vorhin irgendwas hochgegangen. Ach, warte, da ist Naldo vorhin durchgekesselt und dann hat's Wumm gemacht. Hier, wegen den Propangasflaschen. Wow, Alter, die. Ja, das waren die hier. Hui, jetzt hab ich schon wieder nicht ganz aufgenommen. Ich bin tot. Ich auch. Die kommt teilweise nämlich wieder runter und dann explodiert es nochmal direkt neben dir. Okay. Also ich hab jetzt noch ganze 4 HP. Das ist nicht grad viel. Das wäre echt. Alles Knall. Moin, moin, moin. Moin. Ja, herrlich. Jetzt mal so abschließend, so fazitmäßig, was fandet ihr bis jetzt am besten hier? Schwierig. Ja. Also ich persönlich, ich habe das so, ich mag diese Strecken ganz gerne, weil das so ein bisschen mal herausfordernd, in Anführungszeichen, so. Und mal so ein bisschen Strecke fahren, was ein bisschen abgefahrener ist. Das finde ich ganz cool. Hier ist halt echt Potenzial verschwendet noch, ne? Man hätte noch mehr halt machen können. Ja, es ist schön, dass es auf jeden Fall. Es ist definitiv schön, dass es jetzt da ist, aber. Dass sie wieder sowas gemacht haben. Definitiv schön. Aber man kann damit noch mehr machen. Definitiv. Also, das müssten sie echt noch irgendwie in Events verpacken und so.
Oder halt, wie gesagt, noch Stuntshow-mäßig machen. Also diese Karte müssten sie wirklich aufgabenmäßig noch irgendwie einbinden. Was ist denn? Also ich glaube, meine Favoriten sind tatsächlich diese Dreierschleuder. Dreierschleuder? Ja. Ja, du hast halt diese komischen Krempels, die da aus dem Boden rausgucken. Nicht so durch die Gegend schleudern. Jo, Naldo, die hast du noch gar nicht gesehen, ne? Nee, aber ich glaube, ich bin gerade auf dem Weg dahin. Ja, die haben wir vorhin zufällig entdeckt. Wo waren sie denn? Vasile? Nee, warte, hier, ne? Ja, hier. Hier sind die. Zumindest das, wenn wir das meinen. Achso, nee, das da. Gut, die sind auch witzig, aber ich mal dachte, du meinst das hier im Boden. Genau, wo Naldo und ich jetzt sind. Hui. Wartet, ich komm zu euch. Ach, die Dinger. Die fand ich auch irgendwie ganz witzig. Auch. Ja, witzig, genau. Aber du meinst das da hinten, dass die so zur Seite wegschleudert, ne? Ja, genau. Die sind auch cool, ja. Macht halt mehr Damage. Ja. Dann waren tatsächlich hier ganz zu Anfang hier diese Spikes da, die sich im Kreis drehen. Nice. Die waren ganz cool. Ich finde aber auch hinten cool, diese Geschicklichkeitsstrecke, sag ich jetzt mal, die so ein bisschen schräg geben, dann unten die Spikes und sowas. Ja, ist auch cool. Kann man auch noch viel mitmachen eigentlich. Also, ne? Aber. So, die Shredder könnten cool sein, wenn sie die Physik ändern würden. Ja. Die Fahrzeuge müssten viel besser auf die auf den Damage reagieren. Es ist momentan. Ich meine, wir haben das jetzt auch gar nicht so krass eingestellt, ne? Ja, okay, klar, du kannst das natürlich realistisch machen, dann bist du natürlich instant kaputt. Aber ich finde halt auch. Es ist halt so die Frage, wie gut ist das, wenn du den Schaden realistisch einstellst mit Spielbarkeit? Also es ist ja dieses Zwischending. Ne? Mhm. Ist halt schwierig. Jo, Sile, was geht bei dir? Was machst du denn da? Hui. Ich komme hier mal wieder runter. Ne? Alles klar. Kann mich mal einer drauf schubsen, bitte? Nee, ja, geht grad nicht. Welche Ping-Pong mit den Leuten gespielt hier? Ich hab's versucht, ich kam nur irgendwie nicht weiter. Au. Oh, herrlich. Hui. Also wir haben hier schon viele Sachen, wo man auch cool durch die Gegend geschleudert wird, ne? Ja, aber halt mit den Schredder also funktioniert auch nicht, der Hammer funktioniert, ne? So. Ja, das sind so. Wie gesagt, aber da. Wie sie halt, die Presse funktioniert nicht. Wie Sile schon sagte, das ist halt dann die Sache mit dem Schaden einstellen dann, ne? Ich weiß nicht, auf was haben wir das jetzt gerade? Ich glaube Standard, irgendwas, keine Ahnung wie sich's nennt. Normal, so. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall zwei Stufen unterrealistisch. Ich fänd's halt schön, wenn. Wenn der Schaden. Also wenn wir jetzt beispielsweise den Schaden jetzt so haben, dass du halt immer noch weiterfallen kannst, wie es halt hier offensichtlich der Fall ist. Ne? Ich hätte es halt trotzdem ganz gerne, wenn der Schaden halt trotzdem dargestellt wird, weil du kannst mit dem Auto trotzdem noch bei anderen Sachen auch noch so extrem weiterfahren, obwohl es physikalisch gar nicht mehr geht. Ja, es geht halt. Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, es geht halt mir da hauptsächlich darum, dass der Schaden, den du in so einer Walze leidest, dann auch tatsächlich dargestellt wird. Weil wenn du da so durchgequetscht wirst, dass du dann auch wirklich komplett flundermäßig rauskommst. Oder bei, ja, oder bei dem Würfelding, dass du dann halt einen Würfel hast. Genau das meinte ich, wollte ich gerade sagen, ja. Dass du dann mit dem Würfel mit Rädern rumfährst. Ja. So, aber das funktioniert halt aktuell nicht. Und das ist halt die Frage, schafft die Engine das überhaupt? Was sind so die Fragen? Die Engine an sich schafft es halt, relativ viele Sachen darzustellen an Schaden, aber schafft die es mehreren Schaden gleichzeitig, der in dem Moment ausgeübt wird, halt ja, wirklich so darzustellen, ohne halt ein Problem damit zu haben. Ja, das ist so. Also wir wollen das jetzt hier definitiv nicht schlecht reden. Also das definitiv nicht, weil das ist mega geil. Das macht mega Spaß. Das ist super. Ich wünsche mir halt nur sogar noch mehr, weißt du, so. Ja, es ist halt immer dieses, ne, noch mehr, aber es hat halt noch Potenzial für mehr. Ja. Wie gesagt, definitiv geil, dass es drin ist jetzt. Und ich hoffe, da lassen sie sich noch ein bisschen dazu einfallen, dass da noch mehr kommt. Wo man das halt also, was ich gesehen habe in den
wir haben das halt jetzt alles nur erkundet. Wir haben keine Dinger draus gemacht, keine Events draus gemacht. Wir haben es nur erkundet. Genau. Und Zeit. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist über die Turnierdinger. Ja. Da kannst du dann auf jeden Fall sowas wie ein Punktefarm-Ding machen. Da fährst du aber alleine. Okay. Ja gut, das müssen wir dann... Ich meine, ich bin auf der Strecke auch mal ein kurzes Rennen über die Turnierdinger gefahren. Ja. So ein Demolierungsding. Mhm. Das hat sich aber nur im vorderen Bereich abgespielt. Und zwar jetzt nicht, du musst versuchen, möglichst viele durch die Walze zu drücken oder so. Okay. Ja, da muss man halt schauen, so, was es da noch so gibt. Also jetzt wirklich schon gibt. Wie gesagt, das war jetzt hauptsächlich nur so ein Showcase von uns. Zugeben, wenn auch was lang, aber... wir wollten ja auch unseren Spaß haben hier, ne? Also, Spaß sind wir definitiv gekommen. Das definitiv, also lohnenswert auf jeden Fall, sich das anzusehen. So, wir hatten jetzt Schaden normal. Ja. Pass auf, wir machen das jetzt mal ganz kurz. Achso, ja, mal mit. Wir irgendwas raussuchen. Ich habe das jetzt auf extrem, das heißt, das ist überrealistisch. Überrealistisch sogar. Ja. Ja gut, aber dadurch ändert sich ja das Schadensmodell nicht. Doch. Nicht am Auto, was gezeigt wurde. Fand ich bisher schon. Kann ich mir kaum vorstellen, würde ich behaupten, anders aussieht. So. Aber gut, ich fährst jetzt auch irgendwo vor ein Steinchen und gegenseitig an und wir sind platt. Ja, also bei überrealistisch war schon krass. Guck mal, ich nehme mal hier die Walze sofort mal. Oh, warte, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Ich nehme das jetzt hier erstmal. Du musst von der anderen Seite von nicht reinfahren. Doch. Ich fahre mal hinten ins Quetschding. Ja, okay, das schafft sie tatsächlich nicht. Weil es wahrscheinlich auch zu viel ist. Zu viel auf einmal, wie der Leute schon sagte. Wenn du jetzt mal irgendwo gegenballerst oder so, dann wahrscheinlich wird das eher funktionieren. Kurze Frage, habt ihr eine Lebensanzeige generell? Aber. Nö. Nö. Okay. Stimmt. Nee. Ach, das war das Scheißding, ja. Aber jetzt, wo du sagst, wow. Nee, auch bei dem Quetschding, also da. Aha. Ja, mich hat es zerlegt, also ich stehe hier gerade noch. Wenn du kurz gucken willst, dann. Oder stehe ich hier nicht mehr? Ach da, ist er. Das, ja, okay, brennende Objekt? Du siehst schon hart, ja. Also du bist platt wie eine Flunder, bis auf deine Räder, die sind halt noch da. Das habe ich halt vorher jedes Mal überlebt und jetzt bin ich mit 100 reingefahren und bumm. Jetzt bist du tot. Fahre ich da jetzt auch mal rein? Ja. Gucken wir doch mal. Wie das so ist. Keine Sorge, wir machen das jetzt keine 20 Minuten für euch. Wir machen das wahrscheinlich jetzt nur die 20 Minuten für uns. Wir machen hier gleich Ende. Wir gucken halt also noch mal kurz, wie das so aussieht. Scheiße, ich hänge hier drin. Ja, doch. Jetzt hänge ich drin. Oh, ich finde, der Schaden ist jetzt schon ein bisschen höher dargestellt, stellenweise. Oh Gott. Also beim Hammer ist es noch ein voller Burschen. Gut, ich kann es jetzt nicht sehen, weil ich Bagger hier drin bin. Wo ist denn dein Aldo? Ich war mal am Hammer hinten, aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Also. Achso, der Hammer. Achso, Sile, ja, du siehst, ja. ja, das ist so, Sieht gut aus. Mir fehlen zwei Räder und ein Dach. Und ein Fahrer. Und ein Motor. Und eine Karosserie. Und eine Form. Das vor allem. Steckt ein Stoßdämpfer im Rad. Der gehört dahin. Neue Technologien und so weiter. Also okay. Ja, dann. Ja, das habe ich auch zweimal gemacht. Und dann sage ich. Ja, tschüss, ne? Also, ich sehe tatsächlich nicht so aus wie so und so. Nö. Also, ich finde das Teil hier macht mehr Damage noch. Also, ja, bei mir keine Änderung am Schadensmodell. Ja, klar, bei solchen Sachen, wie gesagt. Weil es zu viel auf einmal ist, glaube ich auch. Nee, aber beim Hammer gerade eben auch. Also da hatte ich keine Art.
Schadensänderung. Tja. Also nichts am Modell hat sich ansatzweise verändert. Hm. Alles klar. So, wer ich bin's, der, halt der Zahnstocher vom Dienst. Ich weiß nicht, wie ich bei euch aussehe, aber ich bin... Ich sehe dich gerade gar nicht. Ja, ich lieg hier auch. Warte, da stehst du. Ach, da. Ach, dieses kleine Objekt hier. Ja, du bist eine Bumblebee, ne? Nur Flügel fehlen. Schön. Naja. Aber Fazit, alles in allem, ist es echt eine saucoole Map. Macht echt Spaß. Ein bisschen anpassen sollten sie noch, aber ansonsten. Und mal gucken, was es so an Events davon gibt. Vielleicht kommt davon das eine oder andere mal bei uns hier. Und ansonsten würde ich sagen, war es das so vom Showcase hier? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoppala. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht habt, Wreckfest holen, selber spielen, Spaß haben. Würde ich so sagen. Ja, treffende Worte. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Whatever und habt einen wunderbaren Tag, Mittag, Nacht, Morgen, Abend. Ihr wisst schon, macht es gut. Ciao, ciao. Einen schönen Gedöns. Tüdelü.